Willkommen aus Dilbricht zum Sternenstaub-Adventskalender heute am 1. Advent. Ja, wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Noch sind wir vor dem Aufbruch. Es ist nur ein Stern aufgegangen. Uns ist er aufgegangen. Wir schauen mit den Weisen in den Himmel, an dem so viele Sterne funkeln. Und wir mit den Weisen, ja, die Weisen kennen sich aus mit den Sternen. Und jeder hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Jeder Stern ist etwas Besonderes. Bald brechen die Weisen auf und wir mit ihnen, um den neuen Stern zu sehen. Ja, diese Weisen, mit denen wir uns gemeinsam auf den Weg machen, sind uns doch ganz schön weit entfernt kulturell. Das ist nicht nur ihre Sprache, es liegen auch 2000 Jahre dazwischen. Und die Weisheit, die sie kannten, die ist uns verschlossen. Wer von uns würde sagen, dass Sterne zu uns sprechen? Mir ist das fremd, befremdlich, vielleicht auch ein bisschen komisch. Ja, dass man am Himmel etwas lesen kann, was Bedeutung hat für die Politik, für die Entwicklung, auch komisch. Dass Gott sich durch Himmelsphänomene zu Wort melden könnte, um uns etwas zu sagen, ich weiß nicht. Man sagt ja, es gibt ein Grundrauschen in der Galaxie. Für mich ist der Sternenhimmel doch eher in der Regel ein Ort des Schweigens. Ein Ort, der mich nicht in Bewegung setzt. Im Gegenteil, ein Ort, der eher schon einmal zum Innehalten einlädt, wenn in einer sternklaren Nacht die Sterne funkeln. Innehalten und das majestätische Gewölbe anschauen, das Himmelszelt sternenbestückt, wie es reicht von Horizont zu Horizont, wie es so unendlich viel größer scheint als mein eigenes Leben. Den Kopf im Nacken, vielleicht auch mit einer kleinen Ahnung der Ewigkeit. Ja, aber dann, wie oft passiert das in meinem Alltagsleben, in meinem normalen Leben, diesen Sternenhimmel zu bestaunen? Normalerweise geht doch eher alles seinen Gang und, naja, Aufbruchsstimmung kann ja auch nicht jeden Tag sein. Sehnsucht, naja, es gibt so viel zu tun. Also insofern, wenn ich an die Weisen aus dem Morgenland denke, kann man sie bewundern. Bewundern ihre Geschichte, bewundern, wie sie die Kosmos, den Sterne als Reiseführer benutzen. Aber es war ja nun mal auch ihr Beruf, die Sterne zu lesen. Und da kommt eine kleine Wendung in meine Gedanken. Sterne zu lesen war ja ihre Arbeit. Sie fanden diesen einen Stern nicht einfach nur am Himmel, sondern in ihrem Alltag, in ihrem Fachgebiet, hatten sozusagen während ihrer Arbeitszeit ihre persönliche Sternstunde. Und das kann vielleicht auch unseren Blick verändern. Wie wäre es, wenn dieser Stern aufleuchtet mitten in unserem Leben, mitten in unserem Alltag, mitten in unserer Arbeit und vielleicht genau dort, wo wir uns sogar am besten auskennen? Wie wäre es, wenn es dort einmal funkelt zwischen E-Mails, zwischen Amazon-Bestellungen, Terminen, zwischen den Wäschebergen, Einkaufs- und To-Do-Listen? Wo funkelt es auf im Alltag? Spannende Frage. Ein guter Grund, mal drüber nachzudenken. Wo funkelt es auf? Traue ich es Jesus zu, dass er mir begegnet, mitten in meinem Alltag, als das Licht der Welt, als der Stern, auf den wir schauen? So wünsche ich uns allen einen hoffnungsvollen, funkelnden, fröhlichen ersten Advent. Gottes Segen.